In dieser Late-Night-Show reden wir über den neuen D&D 5. Edition Regelband Tasha's Cauldron of Everything und über den Monster- und Kindercomic Margo Malou. Willkommen zu einer weiteren Late-Night-Show und wir haben heute einen lange erwarteten und spannenden Band für euch, durch den wir blättern wollen, für Dungeons & Dragons in der 5. Edition, Tasha's Cauldron of Everything. Das ist ein weiterer Band in dem Sinne wie Mordenkainen's Tome of Foes oder eher Xanathar's Guide to Everything, wo einfach neue Regelteile gesammelt und präsentiert werden. Und der Grund, warum der Band unter anderem auch spannend erwartet wurde, ist der, dass er zusammen mit großen Ankündigungen von D&D angekündigt wurde, wo es hieß, wir wollen uns ein bisschen umorientieren von der Präsentation und der Verwendung von bestimmten Begriffen und Konstrukten unserem Spiel her. Weil im Rahmen von dem Nachdenken darüber, ob Begriffe wie Race 2020 immer noch auf dieselbe Art und Weise benutzt werden sollten und ob es wirklich wichtig ist, dass wenn man eine Spezies ausgewählt hat, man immer die gleichen Werte haben muss wie alle anderen derselben Spezies, dass man da vielleicht was ändern kann. Und dementsprechend ist in diesem Band auch ein Teil drin, der sich damit beschäftigt, wie man einen Charakter erstellen kann und die Werte für seinen Hintergrund, für seine Spezies frei verteilen kann. Aber noch sehr viel mehr. Gehen wir erstmal kurz durch, was alles drin ist und schauen uns dann am Ende nochmal an, was der Band tatsächlich leistet und was für Erwartungen vielleicht dran gestellt wurden. Es ist wie gesagt ein Sammelband, der übrigens wie inzwischen alle von den D&D-Bänden in zwei Editionen, in zwei Varianten existiert, in der regulären und in der mit einem Variant-Cover, die man idealerweise in einem Laden seiner Wahl vorbestellen sollte. Die können rankommen. Und in dieser Sammlung sind vor allen Dingen erstmal Sachen, die sich damit beschäftigen, einen Charakter zu erschaffen und auszustaffieren. Das heißt, es gibt alternative Regeln für die Charaktererschaffung an sich, wie eben zu entscheiden, ich möchte meine Spezies und meinen Hintergrund einfach wählen und danach Punkte verteilen nach einem freien System, ohne dass ich mich an die Vorgaben halten muss, dass Elfen eben unbedingt da den Bonus bekommen oder dass Orks immer stark sein müssen. Sondern man kann vielleicht auch einfach mal vom Klischee abweichen. Und da ist tatsächlich auch ein Text drin, der das auf eine sehr schöne, kurze und anschauliche Art und Weise erklärt, dass eben der Reiz auch daran sein kann, nicht immer der Standardversion von einer vorgekauten Fantasy-Spezies zu entsprechen, sondern dass es eben reizvoll sein kann, andere Sachen auszuprobieren. Die Methode ist im Endeffekt relativ simpel und ist das, was dem Erschaffen von diesen Spezies für die Regelwerke zugrunde liegt. Nämlich eben das Verrechnen mit, wie viel sind Punkte, die deine Attribute erhöhen wert, wie viel sind unterschiedliche Feeds wert, was bringen dir verschiedene Sprachen. Und das Ganze kann einfach nach einem einfachen System gegeneinander getauscht werden. Das heißt, man nimmt eine bestimmte Ausgangsbasis und kann dann einfach sagen, das wäre jetzt ein Elf, aber ich würde gerne dann hier diese Punkte anders verteilen und ich würde gerne diese Sachen gegen andere tauschen und dann kommt meine eigene Version am Ende bei raus. Das ist tatsächlich auch sehr übersichtlich gehalten. Einen großen Teil des Buches machen alternative Klassenkonzepte aus. Beziehungsweise es gibt für alle schon bestehenden, von dem Spielerhandbuch bisher vorgestellten Klassen, neue Unterklassen und es gibt eine gänzlich neue Klasse, die vorgestellt wird. Dieses Material ist teilweise etwas, was es schon als PDFs gab, was für Playtests rausgegeben wurde und jetzt quasi in feste Form gegossen, offiziell veröffentlicht wurde. Teils ist es neu. Wir haben für jede von den Klassen, den bestehenden, mindestens zwei, aber häufig drei neue Unterklassen, die verschiedenste Dinge mitbringen und optionale Klassenfähigkeiten. Das heißt, das ergibt uns die Möglichkeit, vor allen Dingen ein bisschen anders unsere Klasse auszugestalten und alternative Schritte zu machen beim Aufsteigen von Stufe zu Stufe. Und dabei fällt auf, dass viele sich darauf beziehen, den Charakter wandelbarer zu machen. Also viele von den alternativen Klassenfähigkeiten zielen darauf ab, zu sagen, immer wenn du eine Erhöhung auf diesen Wert bekommst oder das und das passiert, dann darfst du auch Dinge tauschen. Das heißt, schlicht und einfach neu orientieren oder anders ausprobieren, ohne dass jetzt große neue Dinge dazukommen, sondern wirklich einfach nur was umzudrehen, wenn man feststellt, dass es in der Spielweise vielleicht andersrum besser gewesen wäre.
Und dann kommen eben die neuen Subklassen dazu, wobei da einige sehr launige dabei sind. Wie zum Beispiel einen Barbaren, der wilde Magie nutzt und dann jedes Mal, wenn er in Rage verfällt, würfeln muss auf eine speziell für ihn geschriebene wilde Magie-Tabelle. Die sind ohnehin immer schon lustig genug, aber in diesem Fall kann es alles Mögliche heißen. Wie zum Beispiel, dass immer wenn er in Rage verfällt, dann ein Geist auftaucht, der sich kurz umguckt, etwas hilflos, aussieht wie ein Flumpf und dann explodiert oder ganz bizarre andere Dinge. Und viele von diesen Subklassen bringen eben neue spielerische Arten mit den Regeln umzugehen. Viele davon verwenden auch neue Ressourcen, einen neuen Ressourcenwürfel oder eine andere Variante von Ressourcenpunkten, um die einsetzen zu können und damit alternative Dinge zu machen. Es gibt Mönche, die dann hauen, um zu heilen zum Beispiel. Es gibt Ranger, Waldläufer, die mit einem Schwarm von Insekten oder Geisterwesen umgeben sind und sich auch in den auflösen können. Es gibt Druiden, die mit Pilzen verbunden sind, anstatt mit anderen Lebewesen dieser Welt und damit ganz eklige Dinge machen. Und tatsächlich für den Kleriker gibt es zum Beispiel die Domäne des Zwielichts, die auch sehr spannende Dinge macht und quasi eine Blase aus Zwielicht erzeugen kann, die sehr viele sekundäre Effekte dann hat. Sind alles tatsächlich, also bis auf ein paar relativ geradlinige Ausnahmen, alles tatsächlich sehr spannende Konzepte, die vor allen Dingen Synergien mit sich selbst und mit anderen Klassen haben werden. Und ich glaube, viele Leute werden die ausprobieren wollen, weil sie eben auch ein bisschen freakiger sind, würde ich sagen. Wie eben Barbaren mit wilder Magie oder zum Beispiel ein Krieger, der Runen von Giganten gelesen, von Riesen gelernt hat und damit nicht nur sich selbst und seine Waffen verbessert, sondern irgendwann auch wächst und immer riesenhafter selber wird und anfängt, Riesensprache zu sprechen und dergleichen. Die neue Klasse, die mit dabei ist, ist per se nicht ganz neu. Den Artificer, den gibt es nämlich auch im Eberron-Buch, Rising from the Last War. Aber die bekommt auch hier noch eine zusätzliche Subklasse. Das heißt, erstens wird sie auch für alle Leute vorgestellt, die Eberron bisher noch nicht in den Fingern hatten. Und sie wird auch noch erweitert. Und zwar in diesem Fall um einen Armorer, also um Artificer. Das sind generell Leute, die ihre Magie durch Handwerk in Gegenstände lenken und mit bestimmten Ladungen versehen, die das Ganze mit Rüstungen machen, anstatt eine Kanone zu bauen, was andere wiederum tun, oder Geräte herzustellen, die hinter ihnen herlaufen und helfen. Und im Endeffekt kommen dabei dann wirklich ziemlich gruselige Kampfmagier raus, die in magischen Rüstungen stecken, von denen sie verschiedenste Effekte auslösen können, was ich mir als erstens spannend und zweitens vermutlich auch erschreckend effektiv vorstellen kann. Auch per se nicht neu, beziehungsweise tief schon in der Lore angesetzt, aber ich freue mich, dass es hier jetzt offiziell auch dann drin ist, in D&D 5e, ist das Blade Singing. Das heißt, wo wir schon bei kämpfenden magisch Begabten waren, es gibt jetzt auch tatsächlich Wizards, Zauberer, die mit Waffen arbeiten können und darüber ihre Magie lenken. Das heißt, neue Optionen für alle in jede Richtung. Darüber hinaus gibt es dann auch für Gruppen Erweiterungen, im Grunde nämlich die Idee eines Gruppenpatrons. Und das heißt, dass man eine Person oder eine Organisation hat, die einem Aufträge gibt und Ressourcen zur Verfügung stellt. Es wird eine Reihe von verschiedenen grundlegenden Versionen davon genannt, wie zum Beispiel eine Gilde oder ein Adeliger mit ein paar spezifischen Beispielen dafür, wie das funktionieren kann. Aber eben auch, wie es denn zum Beispiel wäre, selber Patron zu sein und anderen Leuten Aufträge zu geben oder selber eine wichtige Person in einer Welt zu sein, die eben eine solche Funktion übernehmen kann. Der nächste größere Teil des Buchs ist Krams. Magie und magische Gegenstände. Einfach um mehr Zeugs zur Verfügung zu haben. Da sind einige Zauber drin, die zum Beispiel auch schon in Rime of the Frostmaiden aufgetaucht sind, wo es am Ende sehr episch mit uralter Magie wird. Aber auch eine ganze Reihe neue Sachen. Unter anderem spannend sind die magischen Tattoos, die man sich aneignet, indem man eine mit magischer Tinte gefüllte Nadel nimmt und sich in die Haut rammt und die man aus der Haut wieder rausziehen kann, dann werden sie wieder zu einer Nadel mit Tinte. Also es funktioniert nicht ganz wie ein echtes Tattoo, aber man hat dann je nach Wirkungsgrad unterschiedlich große bunte Bilder auf der Haut, die einem Vorteile geben oder bestimmte Effekte regelmäßig auslösen können. Also eine sehr persönliche Art von magischem Gegenstand, auf den man sich einstimmen muss. Und es sind auch ein paar extrem mächtige Sachen mit drin, die man vermutlich nur in sehr wenigen, aber dann auch vermutlich sehr coolen Kampagnen sehen wird, wie zum Beispiel den Mörser und Stößel von Baba Yaga persönlich. Also von der Mutter aller Hexen in allen Ebenen. Da sind eine Menge
spannende, mächtige, verspielte, alberne, nütze und unnütze Dinge dabei. Eine extrem bunte Mischung. Und der letzte große Teil beschäftigt sich mit Material für die Spielleitung. Und das sind einmal ein paar handwerkliche Tipps, wie zum Beispiel die Session Zero, die sich bei vielen inzwischen eingebürgert hat, dass man sich eine Runde zusammensetzt, um einfach auszuprobieren, gerade wenn man mit neuen Leuten spielt, wie ist denn das Spiel untereinander, wie fühlen sich die Charaktere an und dass das alles auch nicht zwingend Kanon sein muss und man nochmal von vorne anfangen kann, wenn man dann die echte Session One tatsächlich ausprobiert. Aber es sind auch noch ein paar regeltechnische Sachen drin und eine von den sehr coolen dabei sind die Super Natural Regions, also übernatürlich beeinflusste Regionen. Und das können dann Gegenden sein, wo unterschiedliche andere Ebenen oder besondere magische Phänomene sich bahnbrechen, die dann bei einer Reihe spezieller Handlungen oder Unfälle, die passieren können, bestimmte Proben, bestimmte Aussagen, bestimmte Aktionen, dass dann was ausgelöst wird. Und das kann von, ja, das Wetter ändert sich drastisch bis hin zu, es erscheint ein riesiges Monster, alles Mögliche sein. Und vor allen Dingen sind die Listen immer extrem stimmungsvoll und eigentlich auch alle ziemlich gruselig. Also da geht es tatsächlich eher in Richtung Horror und ich glaube auch zu einem sehr stimmungsvollen, gruseligen Spiel. Die würde ich mir auf jeden Fall angucken. Da kann man eine Menge für eigene Kampagnen draus ziehen. Selbst wenn man es nicht hundertprozentig nach den Regeln benutzt, wie es da steht, sind eine Menge sehr coole Phänomene, die miteinander kombiniert werden können, um eine stimmungsvolle, fiese Region darzustellen. Und eine ganze Reihe von Regeln für natürliche Gefahren, als gäbe es noch nicht genug, wie zum Beispiel Lawinen, die auch in Rime of the Frostmaiden schon drin sind und andere unangenehme Dinge, die einem zufallen können, nämlich unterschiedlicher Sturzschaden, zum Beispiel auch, wenn man auf eine andere Kreatur drauffällt. Wir wollten immer schon wissen, wie genau das funktioniert und wer sich dabei am meisten wehtut. Und zum Schluss, eher strittig vielleicht, Rätsel. Es gibt eine ganze Reihe von fertigen Rätseln, jeweils auch mit Tipps, wie man sie anpassen kann. Und eigentlich alle bestehen aus einem Rätselspruch und dann dazugehörigen Materialien, die man nach dem Rätselspruch entsprechend verwenden muss. Und ungefähr die Hälfte davon ist auch sicherlich sehr gut anpassbar und verwendbar. Da gibt es tatsächlich Puzzlespiele, wo man Dinge auf eine bestimmte Art und Weise anordnen muss oder wo man auf einer Karte einen Pfad nachvollziehen muss, der dann, wenn man ihn aufzeichnet, eine neue Botschaft klar macht. Aber die andere Hälfte dieser Abenteuer sind reine Wortspielereien beziehungsweise einen Schlüsseln von Botschaften und die funktionieren so, wie sie da stehen, ohne extreme Überarbeitung, nur auf Englisch. Ist also für den deutschsprachigen Markt gar nicht so interessant in dem Fall. Und vor allen Dingen möchte ich gar nicht wissen, wie toll das sein wird für die Übersetzer, die sich dann darum kümmern müssen. Also dieser Part des Buchs ist deutlich ohne den Blick auf den internationalen und mehrsprachigen Markt geschrieben worden, weil da auch keine Tipps dabei sind, wie man das in irgendeiner Form daran dann anpassen soll, wenn das nicht funktionieren kann in einer anderen Sprache. Trotzdem interessant, dass tatsächlich fertige Rätsel drin sind und auch interessant, wie das regeltechnisch geregelt werden kann, nämlich, und das ist kurioserweise genau die Methode, die ich ohnehin in der Regel benutze, indem bestimmte Proben abgelegt werden können, die dann den Leuten Tipps verleihen. Das heißt, es rätseln schon die Spieler, aber die Charaktere können über ihre Fähigkeiten und ihre Würfelwürfe Einfluss darauf haben, dass man eine kleine Eingebung bekommt. Das ist insgesamt der Überblick. Und ihr merkt vielleicht, die ganze Sache mit dem, wir gehen anders an D&D heran und brechen diese Sache mit der Race und dergleichen auf, wirklich fast nur eine Fußnote ist. Das sind 1, 2, 3 Seiten. 2 Seiten tatsächlich nur, auf denen darauf eingegangen wird. Und auf diesen 2 Seiten wird auch der Begriff im Englischen Race selbstverständlich weiterverwendet. Der Erklärungstext ist ziemlich gut darüber, was der Gedanke dahinter ist, eine Alternative möglich zu machen bei der Charaktererschaffung. Aber wirklich groß ändern tut das, glaube ich, daran nichts. Das war, denke ich, dann doch eher Werbeeffekt. Die Stärken des Buches liegen woanders. Die Stärken des Buches sind nämlich tatsächlich, dass es eine riesige Menge an bunten, abgefahrenen und gut nutzbaren Ideen bietet und eine Handvoll weniger gut nutzbaren, mit denen man sowohl Charaktere als auch seine Kampagnen ordentlich würzen und einmal durchquirlen kann und am Ende noch viel buntere und viel abgefahrene Dinge an der Hand hat. Das ist eine absolute Stärke. Eigentlich jede von den neuen Subklassen liest sich sehr interessant und die würde ich gerne mal am Spieltisch sehen. Viele von den neuen magischen Gegenständen ausgesprochen spannend und gerade die Sachen mit den Supernatural Regions und magischen Phänomenen, die ermöglichen eine ganze Menge noch an coolen Effekten. Und es ist außerdem gut geschrieben.
Und es ist durchsetzt eben, und deswegen heißt es Tasha's Cauldron of Everything, mit Kommentaren von Tasha. Tasha ist die Ziehtochter von Baba Yaga, der Mutter der Hexen, und selber wird als die Hexenkönigin bezeichnet. Sie ist eine ewige Erzfeindin von Mordenkainen. Und ihre Texte, die hier mit eingeworfen sind, sind immer knapp, aber sehr schön auf den Punkt, sarkastisch, fies und witzig und eine sehr schöne Art, das aufzubrechen. Auch ein absoluter Pluspunkt von diesem Band sind Illustrationen, weil nämlich viele von den neuen Subklassen ausgesprochen schöne Bilder bekommen haben, wo man die im Einsatz sieht und tatsächlich einen Vibe dafür bekommen kann, was das dann wohl wäre, was man da spielt. Das ist eine sehr schöne Verwendung von Illustrationsbudget gewesen, die extrem weiterhilft, sich zu entscheiden bei der deutlich gestiegenen Auswahl an Dingen, die man sich rauspicken kann. Es ist ein wirklich gutes Buch, das sowohl für Spieler als auch für Spielleiter eine gute Erweiterung darstellt, die ich fast uneingeschränkt empfehlen würde, damit mal rumzuspielen. Aber das, wofür es teilweise angekündigt wurde, das macht es mehr oder weniger nur gerade ebenso nebenher. Trotzdem 8,5 von 10 möglichen Punkten. Und das beide Cover sind toll, aber das Alternate Cover ist wirklich sehr schön. Tasha wird beiseite gelegt, das wird sie mir nicht verzeihen. Sie ist eine etwas eigenartige Frau, die es auch nicht mag, wenn man sie nicht beachtet. Aber ich muss über noch etwas anderes reden und über etwas ausgesprochen Niedliches, aber es sind halt auch eine Menge Monster und kuriose Dinge. Margot Malou ist eine Geschichte über Monster und Kinder in einer großen Stadt. Und zwar geht es darum, dass ein Junge in Echo City neu dazukommt. Und das Problem ist, er kommt vom Land und er mochte es eigentlich, in so einer kleinen Stadt zu leben. Und jetzt muss er mit seinen Eltern in einem riesigen heruntergekommenen Hotel unterkommen, das sein Vater gerade renoviert. Deswegen dürfen sie da kostenlos wohnen. Das ist eigentlich ganz cool. Das Problem ist nur, in seinem Schrank ist ein Troll. Und zwar wirklich. Und er ist ein bisschen entsetzt darüber, dass ein großes Monster nachts in seinem Schrank rausschaut. Seine Eltern glauben ihm das selbstverständlich nicht. Ich meine, warum sollten sie? Aber er ist sicher, da war wirklich was. Und dann stecken ihm, Charles, andere Kinder Karten zu von einer Margot Malou, die eine Vermittlerin zwischen Kindern und Monstern ist, laut dieser Visitenkarte. Und er ruft sie an und sie taucht auf. Sie geht mit ihm in den Keller, findet dort den Troll, der sich dort einen Hort eingerichtet hat, redet mit ihm und stellt sich heraus, dass wenn man mit ihm Sammelpüppchen tauscht und aufklärt, dass die Sache, dass ihm etwas aus seinem Hort weggenommen wurde, nicht absichtlich war, man sich eigentlich ganz gut vertragen kann und weder der Troll das Kind frisst, noch das Kind den Troll rausschmeißen muss. Und dann haben wir eine Reihe von kleinen weiteren Ermittlungsgeschichten, wo Charles mehr versucht, über diese Welt der Monster herauszufinden, immer wieder in Problemfälle reinstolpert, verschollen gegangene Ogerkinder, Geister, die irgendwo herumziehen und sich für tote Leute halten, denn es wird uns dann erklärt von Margot Malou, dass Geister gar nicht tot sind, sondern die bilden sich das nur ein. Das sind zwar Monsterwesenheiten, aber die nehmen einfach nur die Eigenschaften von toten Menschen an und sind keine toten Menschen. Und so auf diese Art und Weise wird an alle von diesen Monstergeschichten immer ein bisschen mit einem etwas schrägen Blickwinkel herangegangen. Und auch die Figur von Margot Malou, ein kleines Mädchen mit relativ dunkler Haut, spitzer Nase und einem fiesen Humor, die ist extrem cool und schräg und wir finden gar nicht so viel über sie heraus, außer dass sie diesen Job macht und dafür auf einem Moped auftaucht und wieder verschwindet und eigentlich einen Charles durchaus von einem Monster fressen lassen würde, wenn das für den Weltfrieden bzw. den Frieden in der Stadt okay wäre. Die ist so eine ganz seltsame Persönlichkeit, die mir aber extrem sympathisch ist. Es ist ein bisschen halt eben cartoonesk und ein bisschen albern gezeichnet, aber immer auf jeden Fall sehr cool, auch mit sehr schönen und chaotischen Hintergründen teilweise und mit tollen Monstern, die teilweise gruselig, teilweise bizarr und teilweise auch sehr süß sind. Und der ganze Tonfall und die Erzählung von den Stories sind einfach niedlich, mitfühlend, mitreißend und diese Gesellschaft von Monstern, die wir da im Untergrund im wahrsten Sinne des Wortes finden, die aber dort auch ihre kleinen Supermärkte haben und die sich Sorgen machen, wenn irgendwie ein Ogerbaby verschwindet und die dann herausfinden wollen, was irgendwie vor sich geht. Das ist alles so schnuffig. Also könnte sich als eine neue Lieblings-Urban-Fantasy-Variante herausstellen. Hinten übrigens auch noch mit einem kleinen Anhang, in dem die einzelnen Funktionsweisen und Eigenheiten der Monster nochmal erklärt werden. Sehr süßer Band, absolut empfehlenswert, wenn ihr Kinderdetektivgeschichten und Monster mögt und 8,5 von 10 möglichen Punkten.
Ich habe jetzt sehr lang geredet über Monster und Kreaturen aller Art und ich finde, es ist nur ganz fair, wenn ich jemand anders ein bisschen das Reden überlasse. Wir haben nämlich vor kurzem auch ein Interview mit Chris Birch vom Verlag Modiphius geführt und da gab es einige Neuigkeiten, unter anderem zu Star Trek Adventures, das bei Ihnen erscheint. Ich sag nur, Klingon. Daraus gibt es jetzt ein paar Schnipselchen und Auszüge. Ye have the Klingon Sourcebook or a Klingon Rulebook for Star Trek Adventures. Yeah, it's actually a whole rulebook. Yeah. So we did some kind of brought the system up to date with some little tweaks, errata and things like that. And then you've got the entire Klingon kind of sourcebook content as well. So it's basically designed so you can just buy the Klingon book and play crazy rock and roll for honor and glory campaigns as a bunch of Klingons on a D7 or whatever, or and just have fun rocking around the universe. And it's going to have the usual support products like GM screen and awesome Klingon dice, which would be great for GMs who are just running their normal campaigns anyway, who want to have evil Klingons. You made some tweaks to the system. Any examples? What you changed? Oh, no, very minor, really. Mm-hmm. It's just to bring it up to date with some errata and a little bit of some, I think, minor edits to clean it up. So it's a kind of 1.01 okay. version of the system. A tiny step. But yeah. Okay. So, and it's, you know, it's definitely worthwhile getting if you're a Klingon fan or if you're a GM that wants more information on the Klingons. And so it's great to have a kind of fresh start with that. It's a lot of the art, and it's the usual kind of insight into the universe. So mm-hmm. It's got lots of letters and communiques between Klingons and about Klingons and different races talking about Klingons. So you get like lots of personal views of the Klingon culture and race and secrets. So it's that usual kind of touch that we've added to make it a bit more personal about the people. I'm also wondering a little bit, because when you're playing Federation characters, as with a standard way to play Star Trek Adventures, you have the bridge crew and everything. So I don't think we know that much about from the series what bridge crew on a Klingon cruiser looks like. So we're getting a little bit of an insight what kind of characters you play. Yeah, exactly. We had a lot of help from the people who were involved in working on the Klingon language. One of the scholars of the Klingon language has contributed to the book and checked it for authenticity. And of course, we've got a great team, of super crazy, awesome Klingon writers who've, been working very hard on pulling it together. And it is, if you do any other, power or anything in the Star Trek universe, I don't think anyone would be as excited about a Romulan rulebook, but Klingon rulebook, that gets people talking. Well, definitely, it's the most obvious one, because there's so much you can do, lets you create whole campaigns, and obviously Klingons feature so much in, the series, especially in, when you start looking at, the first Discovery series as well. There's, that the new fans who've come into Star Trek because of Discovery would think Klingons are a much more important part of the storyline. So I think it really helps appeal to older and new fans. Oh, yeah. I have to think DS9 and how we've got very interesting and deep characters at the time of the Klingon Empire. That was also great. So, it also appeals to the older fans very much. So. Yes, that's very true. Mm-hmm. What else is going on with Star Trek Adventures right now? So they're continuing to work on the Shackleton Expanse, which mm-hmm. is the big campaign book we announced when we did the Star Trek streaming convention back in the summer, which it seems a decade ago now. Mm-hmm. And the Shackleton Expanse is based on the big
playtest campaign that we first started, the Living campaign, where mm-hmm. people could choose to be on three different ships. There was an Akira class, the Voyager class, and Galaxy class ships. And they were all based off a space station called Narenda Station, mm-hmm. which, if you know your Star Trek shows, was an episode of Next Generation where the Enterprise sees a distortion in space-time, etc. And you suddenly notice that the crew and the bridge look very different, and they're all in different uniforms. And Guinan, somewhere in the ship, is like, this is all wrong. We shouldn't be here. And a broken, wrecked Enterprise comes through the space-time distortion. And, you know, they go to its rescue, and it's basically the Enterprise. And through the course of the show, they realize that it has to go back because it was the Federation is now at war with the Klingons, and the you know, they're being hunted by some Klingon ships at the moment. And so that ship was destroyed defending a Klingon colony, and it was instrumental in the Klingon Federation peace accords. Mm-hmm. And that colony was Narenda 3. Mm-hmm. So we had this awesome idea, which CBS signed off on, creating a space station called Narenda, and had it designed. And it's a joint space station between the Klingons and Starfleet, and it's on the edge of this big area of space that we created in our, you know, for the universe, called the Shackleton Expanse, which is a big mysterious area of space that everyone is investigating. There's lots of big ancient ruins and strange old civilizations. So the campaign book is the fruits of all that labor, that all the playtesters and Living campaign players that played in, and anyone who played in those will know some of the clues as what's to come in this. And we had Dane Ward, who's a Sunday Times best-selling Star Trek author, who's also now on the CBS approvals team. So we bounced around a whole bunch of ideas for the campaign when we first started. And for the Living campaign, he was doing some Admiral's communiques to all the Living campaign players, which is awesome. So based on their reports, he did a little kind of write-up of this, what's been going on in the Expanse. And thank you for all your captain's hard work out there in the Expanse, you know, furthering the goals of the Federation, etc. And gave a few clues to some of the storyline that was coming. But to give you some ideas, it's, you know, because Gene Roddenberry is said to have been inspired by the classic old sci-fi film Forbidden Planet, mm-hmm. Which is, you know, a saucer with a bunch of people on from Earth turns up on this strange old world and is, meets a professor and his daughter and Robbie Robot, the classic old robot, and it's based on Shakespeare's Tempest. Mm. So it's a fantastic science fiction film. If you've never seen it, definitely watch it. It's really awesome. And so it said he was inspired by that, and we loved the film and spun off some ideas from the plot of that great movie into the Shackleton Expanse. So if you love epic, age-old, eon-long plots and fast dwarfing ancient ruins and classic Star Trek endings, then this is going to be the campaign for you. Okay. It also, Shackleton makes me think of a place that you have to go where survival is not very easy and which is hard to map. Or is it not? Yeah, is it not named after the Shackleton who tried his? Well, it's a good question. I never thought about that, but it's very true that it's a very difficult area of space. There's you know, there's no one civilization. It is very much this is, you're going out on missions, you know, 5-year missions into the Expanse. It's vast. I mean, there's so much there, and it gives us lots of opportunity for storytelling.
So, and it's to be honest, for me, growing up as a Star Trek fan, when you open our book and you see, the rest of the Star Trek universe, and then you see the Shackleton Expanse on the paper, it's pretty awesome. It's that we've a part. Contributed it's to a that. Part of yeah. canon. Yeah. I can imagine what kind of feeling it must be to have added on to that huge. Yeah, universe. No, it's great. CBS is very encouraging of people like us, you know, who are working with the brand to add to the story, to add to the canon. And I think it's all part of the universe, so that's really good. Yeah, I know. So I'm always happy to hear that people actually take the time and work with people who do the role-playing games to the IPs, because it's not. I don't think it's a thing that will happen with everyone. Yeah, that they actually take the time and integrate. Yeah, no, that's right. Yeah. Okay, so we've got the Shackleton Expanse coming up, or. When were we going to see that? Sometime next year. Yeah. I can't remember the actual date, and I don't want to commit to anything that might not be true. So it's at some point next year. It's in work, and it'll be worth it when it comes. So Klingon should keep everyone busy as it lands. It's actually in the warehouse now, so it's starting to ship this week. Yeah. Finally. Yay! And there's lots more. Yeah, it's lots more to come. Das ganze Interview findet ihr auf unserem Twitch-Kanal, wo es als Highlight zeitlich unbegrenzt zu sehen ist. Und alles andere, was keine Late-Night-Show, kein Interview, kein What und kein anderes solches Format ist, also die Let's Plays, findet ihr auf unserem Zweitkanal, den es seit kurzem gibt, Orgenspalter TV spielt. Schaut da mal rein. Da sind, wie gesagt, unsere Let's Plays und werden auch in Zukunft dort laufen. Aber der Kanal ist noch ziemlich neu. Das heißt, was ihr braucht, ist euer Abo, damit wir dort auch alles so verwalten und verwenden können, wie es hier auf diesem Kanal läuft, wie zum Beispiel die Werbung abzuschalten. Also bitte geht hin und klickt drauf. Ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns, passt auf euch auf und bleibt gesund. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das ist ein weiterer Band wie Mordenkainen's Tomb of Foes. Tomb of Fools. Das machen wir nochmal. Tomb of Fools. Tomb of Fools. Ja, warum nicht? Das ist ein weiterer Band.